Dankeschön, vielen Dank für die nette Begrüßung. Toll, dass so viele da sind. Ich sehe Sie ja alle nicht. Ich kann Sie auch nicht hören, aber ich denke, Sie hören mich und sehen mich auch. Herzlich willkommen. Mein altes Thema, Qualität. Aber für diesen Vortrag musste ich es doch noch mal sehr anders zusammenbauen und mir auch neue Gedanken machen. Und ich denke, wir haben eine Möglichkeit, in dieser merkwürdigen, in dieser erschreckenden Zeit nochmal anders auf die pädagogische Qualität zu schauen, das zu verknüpfen, was wir bisher darüber auch wissen, auch wissenschaftlich wissen, dann habe ich auch was mitgebracht dazu, mit dem, was wir jetzt eigentlich aus der Krise für Lernanlässe oder für Denkanstöße ziehen können. Und das möchte ich eigentlich heute auch dann im zweiten Teil etwas stärker betonen. Das ist das, was ich mitgebracht habe. Erstmal möchte ich noch ein Plädoyer dafür geben, dass Qualität wichtig bleibt, auch in Situationen, wo es vielleicht finanziell knapp wird oder wie man denkt, wie jetzt zum Beispiel, dass man ganz andere Dinge zu tun hat. Ich werde dann darauf eingehen, was heißt überhaupt pädagogische Qualität, was steht da im Zentrum, was ist besonders wichtig und möchte aber auch auf einen systemischen Blick verweisen von Qualität, dass das nicht zu einseitig wird. Und dann geht es darum, was haben wir jetzt eigentlich für Bedingungen unter Corona? Das ist ja ein erzwungener Feldversuch, wenn man so will. Und Feldversuche werden ja auch in der Wissenschaft ganz gerne gemacht, aber dann sind sie geplant. Und wir müssen jetzt mit diesem erzwungenen Feldversuch umgehen, reagieren auch sehr stark, aber wir können auch was daraus lernen. Und deshalb möchte ich eben im nächsten Teil dann einige Reflexionsanlässe, von denen ich denke, dass sie in dieser Zeit vorhanden sind, mit Ihnen besprechen oder Ihnen anbieten. Und ende dann mit einem kurzen Fazit. Freue mich schon darauf, welche Reaktionen das vielleicht auslöst, was ich heute mitgebracht habe und auf Ihr Feedback. Wir haben ja danach auch noch Zeit im Chat. Ja, pädagogische Qualität bleibt wichtig. Das hat natürlich Gründe, die es auch schon vor Corona gab und die möchte ich ein wenig ausführen. Es ist einfach so, dass wir wissen, dass nicht der Besuch einer Kindertageseinrichtung per se oder auch der Kindertagespflege sich positiv auswirkt auf die kindliche Entwicklung, sondern es kommt darauf an, was die Kinder in dieser Zeit erleben. Also die pädagogische Qualität wirkt sich bedeutsam und nachhaltig auf die Entwicklung von Kindern aus. Was ist da besonders nah an den Kindern? Besonders nah an den Kindern ist natürlich das Verhalten der pädagogischen Fachkräfte, was die Kinder ja auch jeden Tag erleben. Eine hohe Interaktions- und Beziehungsqualität, das wissen wir aus Studien, trägt zur kognitiven und sprachlichen Entwicklung bei. Ich habe da unten immer kleinere, wenige Verweise auf Literatur gemacht, damit Sie sehen können, worauf ich mich da beziehe. Das kann dann im Einzelnen auch nochmal nachgelesen werden in der Literaturliste, die dann auch eingestellt wird. Kinder, die Erzieherinnen erleben, die responsiv sind, die sensitiv sind, die auf die Bedürfnisse von Kindern eingehen, feinfühlig sind, die entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit eine sicherheitgebende Beziehung zur Betreuungsperson. Viele sagen auch Bindung zur Betreuungsperson. Sie sind sozial kompetenter und haben ein geringeres Risiko, Verhaltensauffälligkeiten zu entwickeln. Das sind alles Ergebnisse aus mehreren wissenschaftlichen Studien, die da eben immer wieder auch in eine gleiche oder sehr ähnliche Richtung weisen. Wir wissen auch, dass die Raumgestaltung und die Gestaltung pädagogischer Angebote nachweislich ganz differenzierte Auswirkungen auf kindliches Verhalten und kindliche Entwicklung hat. Die Kolleginnen Gabriele Schaub-Schnabel und Joachim Wenzel von der Arbeitsstelle Verhaltensbiologie des Menschen in Kandern haben ja in der Expertise Raum und Ausstattung in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wissenschaftliche Befunde dazu zusammengetragen, zum Beispiel zum Einfluss der Größe und Qualität der Räume, innen wie außen, auf das kindliche Spiel und auch auf das Explorationsverhalten und auch den kindlichen Aktivitätslevel.
Also wir wissen auch, natürlich passiert etwas, wenn sich Raumverhältnisse verbessern oder verschlechtern oder die pädagogischen Angebote sich verändern. Gute Qualität kann potenziell negative familiäre Effekte abschwächen, also kompensatorisch wirken, zum Beispiel bei Kindern, die aus auch finanziell schlechter gestellten Haushalten kommen, wo vielleicht nicht ganz so viele Anregungen gegeben werden können. Bei Kindern, deren Beziehung zur Mutter von Unsicherheit geprägt ist oder auch bei einer Depressivität der Mutter, die dann vielleicht nicht so gut in der Lage ist, auf die Bedürfnisse ihrer Kinder feinfühlig einzugehen, zumindest temporär. Da kann gute Qualität in der Kita kompensatorisch wirken. Und schließlich wirkt gute Qualität über die Kita hinaus. Denn Längsschnittuntersuchungen zeigen uns, dass Kinder, die bessere pädagogische Qualität im Kindergarten erfuhren, in der Grundschule, teilweise sogar bis zum 18. Lebensjahr, Vorteile haben in der Sprachentwicklung und ihren Schulleistungen. Die LehrerInnen sagen, dass Kinder mit mehr Kita-Erfahrung, also guter Kita-Erfahrung, auch in ihrem Alltagsverhalten, in ihren Alltagskompetenzen profitieren. Und auch in ihrer sozialen Kompetenz. Bei Kindern mit Migrationshintergrund, die Deutsch nicht als erste Sprache sprechen, hat man bei sehr hoher Qualität in Deutschland auch positive Effekte auf die Sprachentwicklung nachweisen können, aber eben nicht bei mittlerer oder niedriger Qualität. Jetzt gibt es sowohl in der Wissenschaft als auch, glaube ich, bei jedem, der sich mit Kitas beschäftigt oder mit Kitas zu tun hat, Vorstellungen darüber, was eigentlich einen guten Kindergarten ausmacht. Wir haben im wissenschaftlichen Diskurs in den vergangenen 2 Jahrzehnten ein sehr differenziertes Modell davon, was verschiedene Dimensionen von Qualität berücksichtigt und miteinander verbindet. Und damit gehen wir weg von einem Bauchgefühl, ich weiß schon, was gute Qualität ausmacht, oder weg von ganz individuellen Erfahrungen oder Glaubenssätzen, hin dazu, bestimmte Merkmale des Settings zu beschreiben und diese Merkmale in Verbindung zu bringen mit den Zielen, die Kindergärten laut gesellschaftlichem Auftrag zugeschrieben werden. Bevor ich auf dieses Modell zu sprechen komme, möchte ich aber einiges zu denjenigen Merkmalen sagen, die von vielen Expertinnen und Fachpraktikerinnen als Kern guter pädagogischer Qualität wahrgenommen werden. Und zusammenfassend benutzen wir hierfür den Terminus der pädagogischen Prozessqualität. Unter pädagogischer Prozessqualität versteht man nämlich die realisierte Pädagogik. Also die, wie sie Kindern und Eltern tagtäglich begegnet. Das Gesamt des pädagogischen Umgangs mit dem Kind und seiner Familie. Es geht also um die konkrete Ausgestaltung im Alltag, um die Dynamik des pädagogischen Geschehens, das eben bestimmte Erwartungen erfüllen sollte, zum Beispiel Vorhersagbarkeit und emotionale Sicherheit gewähren. Vielfältige Impulse bieten natürlich für selbstgesteuertes Lernen, für Anregungen in verschiedenen Entwicklungsbereichen und für Kinder wie Eltern auch zum Beispiel angemessene Beteiligungs-, Gestaltungs- und Mitbestimmungsmöglichkeiten vorhalten. Und diese Aufzählung, die ich gerade vorgenommen habe, die wurde in der Wissenschaft ja auch mittlerweile recht gut systematisiert. Und es gibt eigentlich doch einen relativ hohen Konsens darüber, was eine gute oder sogar ausgezeichnete Kita im Bereich der Prozessqualität ausmacht. Der nationale Kriterienkatalog für die pädagogische Arbeit mit Kindern von 0 bis 6 Jahren, den wir im Kontext der nationalen Qualitätsinitiative im System der Tageseinrichtungen für Kinder entwickelt haben, der ja auch vor einigen Jahren nochmal vollständig überarbeitet wurde, nennt einige wichtige Aspekte und ich habe davon eine größere Auswahl jetzt mal mitgebracht. Und da möchte ich zuerst auf die räumlichen und materiellen Bedingungen verweisen. Also pädagogische Prozessqualität drückt sich zum einen in einer gestalteten Umwelt aus. Räume und Materialien, Spielmaterialien, Frau Fienecker, Ihr Ton ist aus, Ihr Mikro ist ausgegangen.
Jetzt wieder an? Ja, sehr gut, super. Ja, danke schön für den Hinweis, das hätte ich nicht gemerkt. So, ich fange dann nochmal bei den räumlichen und materiellen Bedingungen an. Also die gestaltete Umwelt, die Sicherheits- und Hygienestandards erfüllen sollten, aber natürlich auch einen Aufforderungscharakter haben, also Spielen und Lernen unterstützen, soziale Kontakte unterstützen, sollte auch temporären Rückzug ermöglichen und Reize oder Anregungen um vielfältiger und alle Sinne ansprechender und angemessener Form, also entwicklungsangemessener Form bieten. Und dann schauen wir uns eben die Anzahl und die sinnvolle Nutzung und Ausgestaltung von Räumen und des Außengeländes an dabei und können Fragen stellen. Wie können Kinder mehrere Räume nutzen oder haben sie nur den Gruppenraum zur Verfügung? Haben sie Möglichkeiten, Dreidimensionalität zu erfahren über Podeste, über Hochebenen? Werden Waschräume in die pädagogische Arbeit eingezogen zum Beispiel? So, alle diese Fragen kann man stellen. Ich muss sagen, dass ich es sehr schade finde, dass ich da es sich jetzt um eine Videoaufzeichnung handelt, diese ganzen schönen Fotos, die ich sonst dazu immer mitbringe, diesmal nicht nutzen konnte, weil ich die nicht ins Internet stellen darf. Die darf ich nicht weitergeben. Sonst ist das natürlich viel anschaulicher, wenn man das nochmal mit Fotos unterlegt. So. Aber es wird auch so, glaube ich, ganz deutlich, viele Kitas richten zum Beispiel Forscherecken ein mit kleinen Sammlungen, mit Lupen, mit Wagen und so weiter. Viele Kitas entwickeln Bewegungsbaustellen, wo Kinder dann täglich ihrem Bewegungsdrang nachgehen können, wo sie auch umgestalten können, neu gestalten können. Und solange wir nicht in Funktionen denken, also immer die Idee haben, hier müssten bestimmte Funktionen geübt werden, sondern die gesamten Bildungs- und Entwicklungsbereiche im Blick haben, dieses integrierte Lernen, was ja die frühe Kindheit auszeichnet, dann hat man eigentlich schon ein gutes Bild davon, wie man räumliche und materielle Bedingungen als Teil der Prozessqualität gut gestalten kann. Jetzt komme ich zu einem zweiten Punkt, der besonders wichtig ist. Ich hatte es vorhin ja schon angedeutet. Das sind die Interaktionen zwischen pädagogischen Fachkräften und Kindern. Das kann die kindliche Entwicklung positiv stimulieren. Ich hatte schon über die Sensibilität gesprochen, auf das Eingehen auf Bedürfnisse und Anliegen von Kindern, dass das auch prompt und zuverlässig beantwortet wird. Ich hatte gesagt, dass das sich auf die Beziehungsqualität auswirkt und das ist wiederum wichtig, weil Kinder nur in einem sicheren und fürsorglichen Rahmen letztendlich ihre Umwelt erkunden können, ihre Umwelt angstfrei erkunden können, aktiv erkunden können und auch so nur für Lernerfahrungen aufnahmefähig sind. Beobachtungskompetenzen und Dialogfähigkeit spielen da auf Seiten der pädagogischen Fachkräfte eine ganz große Rolle. Weil ich, um wirklich sensibel eingehen zu können, natürlich im Blick haben muss, was dieses einzelne individuelle Kind auch gerade benötigt. Wenn Fachkräfte viel und entwicklungsangemessen mit den Kindern reden, wenn sie sie in interessante Gespräche involvieren und dabei sowohl emotionale Wärme vermitteln, als auch viele Informationen geben, tragen sie auch dazu bei, dass Kinder sich kognitiv und sprachlich gut entwickeln können. Häufige Gespräche, nicht nur eine Verhaltenssteuerung, nicht nur Instruktionen oder kurze Kommentare, wie wir das leider oft auch wirklich messen können in Kindertageseinrichtungen, sind wichtig. Diese Impulse für selbstgesteuertes Lernen und Anregungen in verschiedenen Entwicklungs- und Bildungsbereichen würden dazugehören, also zum Beispiel auch durch Ermutigung an einer Frage dran zu bleiben, durch weiterführende Fragen zum Beispiel. Offene Fragen, die einen Aufforderungscharakter haben, wo Kinder Lust haben, auch sich auf diese Fragen einzulassen, gemeinsam dann mit dem Erwachsenen und nach Lösungen zu suchen oder zu überlegen, welche Möglichkeiten es geben kann, da zum Beispiel weiterzukommen. Der dritte Punkt, den ich nennen möchte, ist die Balance zwischen Individualisierung und Partizipation. Und die muss im pädagogischen Setting einer Kindergartengruppe ja immer wieder gefunden werden. Diese Balance zwischen der Achtung der Persönlichkeit jedes einzelnen Kindes
und der Berücksichtigung seiner individuellen Bedürfnisse und Ausdrucksformen. Und auf der anderen Seite diese Einordnung in ein Gruppengefüge, die Entwicklung und Festigung eines Gruppenzusammenhalts. Beides ist für Kinder wichtig, nicht nur für Kinder, für Menschen wichtig, dass sie auf der einen Seite sich selbst als eigenständige Persönlichkeit wahrnehmen können und auf der anderen Seite diese wichtige Erfahrung machen, Teil zu sein, Teil einer Gruppe, Teil einer Gesellschaft zu sein. So, das bedeutet aber andererseits auch, den Kindern müssen Möglichkeiten eröffnet werden, ihre individuellen Bedürfnisse und Interessen zu verwirklichen und nicht immer Gruppeninteressen oder Gruppenaktivitäten unterordnen zu müssen. Würde auch bedeuten, dass Kinder jederzeit ihre körperlichen Bedürfnisse befriedigen können, also essen, trinken, schlafen. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist das natürlich. Partizipation, also der Gegenpol, wenn man so will, oder der anderen Seite der Medaille, umschreibt die Teilhabe von Kindern an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen in der Kita. Das können ganz alltagsnahe Entscheidungen sein, zum Beispiel darüber, was und wie viel und in welcher Reihenfolge man etwas gerne essen möchte. Aber es geht auch um Entscheidungen zur Regelung des Gruppenalltags. Und letztendlich geht es auch um Mitbestimmung bei größeren Entscheidungen, bei wichtigen Entscheidungen und damit direkt um das Hineinwachsen in demokratische Strukturen. Und natürlich auch um die Übernahme von Verantwortung. Zum Beispiel bei kleineren Routinen, kleinen Pflichten im Gruppenalltag Verantwortung für jüngere Gruppenmitglieder übernehmen. Diese Erfahrung, diese Lernerfahrung eben in einem Gruppensetting zu ermöglichen und gleichzeitig das individuelle Kind im Blick zu behalten, ist immer wieder neu auszutarieren, ist immer wieder schwierig. Einen vierten Aspekt möchte ich noch nennen im Zusammenhang mit der pädagogischen Prozessqualität. Und das ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Familien. Gesetzlich sind Kitas dazu verpflichtet, mit den Eltern zusammenzuarbeiten, sie an allen wesentlichen Angelegenheiten der Kita zu beteiligen, wie es heißt. Pädagogisch hat das eine große Bedeutung, weil Elternhaus und Familie nach wie vor die entscheidenden und wichtigsten Sozialisationsinstanzen sind. Also die Kenntnis dessen, was ein Kind in der Familie erlernt und erfahren hat, ist auch wichtig, weil ich in der pädagogischen Arbeit daran anknüpfen kann und auch anknüpfen muss. Und ich werde das nur erfahren, wenn es meinem Team und mir gelingt, eine offene Kommunikationskultur zu etablieren. Um unterstützende Verbindungen zwischen den Lebensbereichen Familie und Kita zu etablieren, müssen aber auch jenseits der individuellen Kompetenzen der Fachkräfte auch organisatorische und fachliche Voraussetzungen geschaffen werden, die auf die Familien zugeschnitten sind, die auf deren Ressourcen und Möglichkeiten zugeschnitten sind. Und dann wären wir bei den niedrigschwelligen, möglichst alltagsnahen Angeboten der Familienbildung und Beratung in einem weiteren Sinne, die die Kindertagesstätte bereitstellen kann, über die sie informieren kann, auf die ich aber jetzt im Kontext dieses Vortrags nicht näher eingehen kann. Das sind die Punkte, naturgemäß jetzt etwas zusammengefasst und sicherlich auch nicht vollständig, die im Kontext der pädagogischen Prozessqualität eine Rolle spielen. Und diese Art von Qualität steht im Zentrum der Gestaltung der pädagogischen Umwelt und der Beschäftigung mit Qualität. Allerdings darf und kann ja die Verantwortung für die Erziehung und Bildung junger Kinder und für die Qualität, die sie in der Kita vorfinden, nicht den pädagogischen Fachkräften alleine zugewiesen werden. Das ist immer die Gefahr, die wir eingehen, wenn wir über die pädagogische Fachkraft und die Interaktionsqualität reden. Wir reden dann davon, dass diese eine Person oder diese Personengruppe es richten soll, und das geht nicht. Seitdem sich das pädagogische Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kind, nämlich innerhalb gesellschaftlich verantworteter und institutionell verankerter Räume entfaltet. Also seitdem wir diese Art von Institutionen haben, in denen Kinder gebildet und erzogen werden sollen, ist eben auch die Frage nach der Qualität der Pädagogik
nicht eine, die ich individuell beantworten kann, sondern die ich systemisch verstehen muss, die ich auch wie gesellschaftlich zurückspiegeln muss. Und damit würde ich jetzt zu dem vorhin schon angekündigten Qualitätsmodell kommen. Qualität ist eben mehr als Prozessqualität. Dieses Modell ist hier jetzt noch nicht ganz vollständig, aber ich baue es gleich auf. In seinen Grundzügen ist dieses Modell auch sehr bekannt, wahrscheinlich auch vielen von Ihnen bekannt. Es adressiert verschiedene Dimensionen pädagogischer Qualität und stellt sie auch in ihren Bezügen zueinander dar. Im Zentrum steht, wie bereits gesagt, die pädagogische Prozessqualität, die man einmal lesen kann als pädagogische Prozessqualität für Kinder, andererseits auch für Familien, wie ich es gerade ausgeführt habe. Rechts davon stehen die intendierten Wirkungen, nämlich positiv verlaufende kindliche Entwicklungsprozesse. Das wollen wir ja erreichen. Wir wollen Kinder in ihrer Entwicklung fördern. Wir wollen ihr aktuelles Wohlbefinden auch sicherstellen. Oder als eine weitere wichtige Wirkung auch die Zufriedenheit der Eltern mit dem pädagogischen Angebot, eine gute Unterstützung, eine Stärkung der Erziehungskompetenz. Links davon stehen potenzielle Einflussfaktoren. Und in diesem Modell sind das zum einen die strukturellen Rahmenbedingungen, die Strukturqualität. Also zum Beispiel der Personalschlüssel, zum Beispiel die Gruppengröße, aber auch die Qualifikation des Fachpersonals. Ein anderer Aspekt ist die sogenannte Orientierungsqualität. Das sind die pädagogischen Orientierungen, die durch Leitbilder, pädagogische Werte und Ziele oder auch das pädagogische Konzept beschrieben werden können. Diese beiden strukturellen Bedingungen, von denen man ausgeht, das sehen Sie an den Pfeilen, dass das einen Einfluss hat auf die pädagogischen Prozesse. Diese beiden Bedingungen werden moderiert, und zwar werden sie moderiert durch die Organisations- und Managementqualität. Darunter verstehen wir das Vorhandensein und die Angemessenheit von Maßnahmen, die die Qualität des Angebots sicherstellen. Das können regelmäßige Teamsitzungen sein, das können aber auch interne Evaluationen sein. Und darunter verstehen wir auch die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der Prozesse in der Einrichtung. Hier würde ich auch die Leitungsqualität verorten. In dem etwas erweiterten Modell, was ich Ihnen heute mitgebracht habe, gibt es einen weiteren wichtigen Faktor, und das ist die Gesundheit, das Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit der Fachkräfte, die einen Einfluss haben auch auf die pädagogische Prozessqualität, andererseits aber wieder auch beeinflusst werden, zum Beispiel durch Strukturen. Und schließlich vollziehen sich diese ganzen Prozesse in bestimmten bzw. bestimmbaren sozialen und kulturellen Kontexten. Und deshalb ist da jetzt also noch dieser Kreis da oder das abgerundete Rechteck da drumherum, wozu man beispielsweise das Trägersystem mit seinen Unterstützungsangeboten zählen kann, sicherlich auch das deutsche sozialstaatliche Rechtssystem oder die Finanzierungslogiken unseres Früherziehungssystems. Also das alles bewegt sich nicht im luftleeren Raum, und auch diese Einflüsse kann man manchmal ganz gut mit einfließen lassen, wenn man über Wirkungen oder über Effekte spricht. Dieses Modell, das ist nicht nur theoretisch ganz plausibel, sondern es ist auch mehr oder weniger gut durch Erkenntnisse aus der empirischen Forschung unterlegt. Besonders gut erforscht sind Zusammenhänge zwischen Merkmalen der Strukturqualität, Sie sehen das jetzt hier mal rot angezeichnet, und der Gestaltung von der pädagogischen Umwelt für die Kinder und der Interaktion zwischen Fachkräften und Kindern. Also dieser Pfad Strukturqualität wirkt sich auf Prozessqualität aus, der ist gut untersucht wissenschaftlich, und da gibt es eben aus verschiedenen Studien immer wieder gleichgerichtete Erkenntnisse, die ich im Folgenden noch mal kurz darlegen möchte. Für Sie einleuchtend und Ihnen auch bekannt wahrscheinlich ist, dass je günstiger der Personalschlüssel, je günstiger die Fachkraft-Kind-Relationen ausfallen, desto besser ist auch die pädagogische Prozessqualität. Also es gibt positivere pädagogische Interaktionen. Die Fachkräfte können mehr bildungsanregende Impulse geben. Sie können
anspruchsvollere, besser auf die Kinder zugeschnittene pädagogische Aktivitäten anbieten und können in der Raumgestaltung mehr Zeit investieren, mehr Fachlichkeit investieren. Pädagogische Fachkräfte, die für weniger Kinder zuständig sind, verhalten sich Kindern gegenüber anders. Sie zeigen ein positiveres Interaktionsverhalten. Da gibt es viele Aspekte, die untersucht worden sind. Sie können sensibler eingehen auf die Bedürfnisse von Kindern. Sie sind fürsorglicher und wärmer. Es kommt mehr positiver Affekt bei den Kindern an. Sie können auch besser aushalten, wenn Kinder Autonomiewünsche äußern. Die Zusammenhänge sind besonders stabil in Gruppen mit Kindern unter 3 Jahren, je jünger die Kinder sind. Wenn wir alle Studien mal zusammennehmen, können wir durch zentrale Merkmale der Strukturqualität bis zur Hälfte der Varianz in der Prozessqualität erklären, aber eben nicht vollständig. Die Hälfte bleibt offen, woran das liegt. Und man kann nur sagen, dass ein großer Gestaltungsspielraum für die Teams und Fachkräfte selbst besteht. Und wie sie diesen Spielraum nutzen, ist wiederum durch die anderen Qualitätsdimensionen des Modells beeinflusst. Aus meiner Sicht hat dabei insbesondere die Orientierungsqualität einen nicht zu unterschätzenden Einfluss. Ich habe jetzt hier mal einen blauen Pfeil gezeichnet. Die ist allerdings methodisch nicht so einfach zu erfassen. Aber ich bin der Überzeugung, dass der Prozess der praktischen Herstellung von pädagogischer Qualität ganz wesentlich auch von der professionellen Haltung, vom pädagogischen Selbstverständnis und vom Bild vom Kind abhängig ist. Und hier haben wir ja zum Glück auch sehr gute qualitativ ausgerichtete Studien, die dieser Phänomenen etwas besser auf die Spur kommen können als quantitative Untersuchungen. In der Fachliteratur wird oft auf die Bedeutsamkeit einer professionellen Haltung verwiesen, die gemeinsam im Team entwickelt werden muss. Dafür gibt es orientierende Dokumente, die dann eben auch ihre Bedeutsamkeit haben, wie die Bildungsprogramme, die Bildungspläne, aber die dann natürlich auch im Team diskutiert werden müssen, im Team ankommen müssen und gelebt werden müssen. Ich habe Ihnen noch einen zweiten Pfad mitgebracht, wofür es in der Wissenschaft ein paar Belege gibt, wie so Einflüsse aussehen können. Und zwar bezieht sich das auf die Organisations- und Managementqualität. Also zum Beispiel das organisationale Klima. Damit ist gemeint, als wie positiv und wie effektiv die Arbeit im Team empfunden wird, wie gut der Teamzusammenhalt empfunden wird. Und die wies in einigen amerikanischen Studien sogar stärkere Zusammenhänge mit der Prozessqualität auf als der Personalschlüssel oder die Ausbildung und Berufserfahrung des Personals. Naheliegend ist auch der Pfeil von der Organisations- und Managementqualität zur Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Fachkräfte. Man konnte zeigen, dass Fachkräfte, die psychisch sehr belastet sind und von Depressions- und Burnout-Symptomen berichten, eine geringere Prozessqualität realisieren. Hier haben wir den Pfad von der Gesundheits- und Arbeitsfähigkeit der Fachkräfte nach rechts zur Prozessqualität. Und auch der selbstberichtete Grad an Wohlbefinden war in einigen Studien positiv mit der Interaktionsqualität verbunden. Das heißt, wir haben es mit einem ziemlich differenzierten und komplexen Zusammenhangsmodell zu tun. Und die Wissenschaft ist noch ziemlich weit davon entfernt, wirklich alles parallel, gleichberechtigt gut berücksichtigen zu können. Aber andererseits wissen wir schon auch einiges darüber, sodass wir sagen können, es muss immer an mehreren Rädchen gedreht werden. Es hat gar keinen Sinn, über Qualitätsverbesserungen zu reden und nur eine Zielgruppe zum Beispiel oder eine dieser Dimensionen zu adressieren. Da wird man nicht sehr weit kommen. Das wird nicht nachhaltig sein. So, und jetzt kam Corona. Und mit Corona haben wir, ich habe es vorhin ja schon gesagt, so etwas wie einen erzwungenen Feldversuch. Ich möchte mal nachzeichnen, was da so passiert ist jetzt
und möchte Ihnen dann zeigen, was alles in der Zeit also auf die Einrichtung zugekommen ist. Ich habe da eine kleine Sammlung vorbereitet. Sie können ja mit Ihren eigenen Erfahrungen das sicherlich abgleichen und dann im Chat auch noch vielleicht können wir darauf nochmal eingehen. Also es gab ja den Lockdown in den Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege, der in der dritten Märzwoche erfolgte, in der Kalenderwoche 12. Dann gab es diese Notbetreuung für Kinder von Eltern, die beide in Betrieben der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten. Und in einzelnen Ländern konnten bestimmte zusätzliche Gruppen diese Angebote benutzen. Diese Übersicht aus den DJI-Monatsberichten vom Deutschen Jugendinstitut, gibt es ja jetzt eine größere Corona-Studie und da gibt es diese Monatsberichte, die zeigt, dass von links der eingeschränkten Notbetreuung, die rot markiert ist, immer weiter nach rechts gehend über die weiteren Stufen der Öffnung, über die wir uns jetzt unterhalten. Und Sie sehen da auch, wie viele Kinder dann jeweils betreut worden sind, was Sie daraus erkennen können, ist, dass eben in der Notbetreuung das extrem stark zurückgefahren war und zum Teil unter 5% der Kinder lag, die dort betreut worden sind, und zwar über mehrere Wochen. Sie sehen aber auch, wie sich das langsam dann weiterentwickelt hat. So, wie war das nun genau? In der Phase der eingeschränkten Notbetreuung, diese erste Phase, auf die sich die Jugend- und Familienministerkonferenz in ihrem Plan geeinigt hat. Die haben sich ja auf einen gemeinsamen Rahmen für diesen stufenweisen Prozess zur Öffnung verständigt. In dieser Phase lag die Quote der Inanspruchnahme überall unter 15%. Die haben es gerade vielleicht mitlesen können, anfangs sogar unter 5%. In den ostdeutschen Ländern stieg das dann in Phase 2 mit unterschiedlicher Geschwindigkeit wieder an und in Ostdeutschland schneller als in den westdeutschen Bundesländern. Da lag das dann so bei 20-35%. Die Kita-Leitungen haben berichtet, und das ist jetzt auch aus den DJI-Monatsberichten, aus dieser allerersten DJI-Untersuchung dazu, und aus der Untersuchung von der Universität Bamberg, die auch Kita-Fachkräfte und Eltern befragt haben. Da ist klar geworden, dass die Kita-Leitungen mit einer Fülle von neuen organisatorischen Anforderungen konfrontiert waren, in einer Situation großer Unsicherheit, also eine hohe zusätzliche Belastung erlebt haben. Die große Sorge war, dass geltende Hygienerichtlinien im anstehenden Regelbetrieb gar nicht umsetzbar sind. Aber gemessen an den Betreuungszeiten haben die Einrichtungen während der Notbetreuung ihr Angebot kaum reduziert. Sie haben die Zahl ihres Personals etwas reduziert, um circa ein Drittel. Aber es waren viel weniger Kinder da. Und daher erlebten die pädagogischen Fachkräfte deutlich günstigere Betreuungsschlüssel. Die erste Befragung des Deutschen Jugendinstituts ergab zum Beispiel, dass eine typische Kita, wie Sie es genannt haben, in Ihrer Untersuchung eigentlich einen Regelbetrieb hatte, viergruppig mit etwa 100 betreuten Kindern und 4 Erzieherinnen pro Gruppe. Und in der Notbetreuung wurden dann 6 Kinder pro Gruppe betreut, für die standen 3 Erzieherinnen zur Verfügung, also wirklich ein wesentlich günstigerer Betreuungsschlüssel. In der Zeit der eingeschränkten Notbetreuung hatten Kinder und pädagogische Fachkräfte aber auch über längeren Zeitraum gar keinen Face-to-Face-Kontakt, weil ja eben nur ein geringer Teil der Kinder überhaupt da war. 20-25% der Kinder, die nicht in Notbetreuung waren, hatten überhaupt keinen Kontakt. Das ist jedes 4. bis 5. Kind. 10% hatten häufigen bis sehr häufigen Kontakt nach Aussagen der Eltern. Die Kontaktaufnahmen erfolgten über Briefe, Videobotschaften, auch Telefonate. Seltener wurde die E-Mail genutzt, noch seltener wahrscheinlich Textnachrichten oder Videochat. Und es gab auch zum Teil persönliche Treffen, sogenannte Zaunbesuche. Die Fachkräfte haben angegeben, dass das manchmal problematisch war, wenn es Sprachbarrieren gab, weil sie so die Eltern nicht wirklich gut erreichen konnten. Aber man sieht, dass verschiedene innovative Wege
genutzt worden sind. Auch die regulären pädagogischen Aktivitäten wurden teilweise in virtuelle und schriftliche Formate überführt, damit der Kontakt aufrechterhalten werden konnte. Zum Beispiel kindbezogene Bildungsaktivitäten, Arrangements wie Kreisgespräche oder Bilderbuchbetrachtungen, Rundgänge durch die Räume der Kita, die man videografiert hat, oder kreatives Gestalten mit verschiedenen Materialien. Die Leitung und Fachkräfte hatten zum Teil auch Spiel- und Bastelanleitungen vorbereitet für zu Hause, die sie über die Webseite oder eine Kita-App vermittelt haben und so versucht haben, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das war manchmal ganz schön schwierig. Die Fachkräfte haben auch mehrere Gründe gesagt, warum das nicht funktioniert hat. Zum Beispiel auch, weil der Träger ein Kontaktverbot ausgesprochen hat, weil der Datenschutz überhaupt nicht geklärt war, weil im Team nicht klar war, wer übernimmt eigentlich welche Aufgaben, weil genügend private Sorgen da waren, die die Fachkräfte sehr in Anspruch genommen haben, teilweise ja auch eigene Erkrankungen oder zumindest ein großes Risiko dafür. Das waren so Gründe, die genannt worden sind, warum kein Kontakt gehalten wurde. Aber was passierte, war, dass die Zeit genutzt wurde für viele andere Dinge. Also zum Beispiel für die Portfolioarbeit, dafür, dass die Portfolios aktualisiert worden sind, dass mal Fotos eingeklebt worden sind. Fort- und Weiterbildungsangebote wurden in Angriff genommen und wurden dankbar auch, glaube ich, angenommen. Einzelne Fachkräfte und Teams berichteten von Fallbesprechungen, auch von konzeptionellen Planungen. Aber ich habe auch häufiger selber gehört und auch aus den Dokumenten jetzt erlesen, dass es eben auch um solche Sachen ging, wie endlich konnten wir mal eine Grundreinigung in unserer ganzen Kita machen. Einige Fachkräfte haben auch Überstunden abgebaut oder Hygienepläne überarbeitet, wie auch immer. Es gab dann ab der Kalenderwoche 24/25 einen eingeschränkten Regelbetrieb, der aufgenommen worden ist. Einige Länder haben das nur 3 bis 4 Wochen nach Eintritt in die Phase dieser flexiblen und stufenweisen Erweiterung der Notbetreuung getan, zum Beispiel Baden-Württemberg oder Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Circa mit der Kalenderwoche 24 oder 25 war zu beobachten, dass nahezu alle Länder in diese Phase eintraten. In dieser Phase war die Inanspruchnahmequote sehr unterschiedlich. Also da gab es in den Ländern ein sehr uneinheitliches Vorgehen. Sie können es hier lesen, zwischen 40% und fast 90%. Jetzt sind wir in der Phase des vollständigen Regelbetriebs angekommen. Mit circa Kalenderwoche 27 gingen erste Länder bereits dazu über. Da könnte ich jetzt auch wieder Baden-Württemberg nennen, Berlin, Brandenburg, Sachsen, auch Schleswig-Holstein. Und seit Anfang Juli besuchen die Mehrzahl der Kinder wieder eine Kindertageseinrichtung oder eine Tagespflege. Es gibt eine aktuelle Abfrage vom Deutschen Jugendinstitut in dem Zeitraum vom 11. August bis zum 3. September. Und in diesem Zeitraum ist im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit sind Prozentzahlen genannt worden von 62%. Das ist noch nicht besonders hoch. Das ist in Bayern und 90% in NRW oder Schleswig-Holstein. 87% des Personals waren zu diesem Zeitpunkt wieder in der direkten pädagogischen Arbeit mit Kindern eingesetzt. 2% nur für mittelbare pädagogische Arbeit und 2% Corona-bedingt überhaupt nicht. Eigentlich relativ geringe Zahlen, die gar nicht mehr einsetzbar sind nach wie vor. Das Ganze vollzieht sich nach wie vor unter Pandemiebedingungen. Wir haben Einschränkungen und wir haben Veränderungen. Nahezu alle befragten Einrichtungsleitungen aus diesen Studien haben sich an die Vorgabe gehalten, die Kinder während der Notbetreuung in kleinen Gruppen, in voneinander abgetrennten Gruppen zu betreuen. Das war natürlich mit deutlichen Veränderungen im Alltag verbunden, auch mit zahlreichen neuen Regelungen. Wie konnte man die Gruppentrennungen im Außenbereich zum Beispiel realisieren?
Es musste Regulierungen geben bei der Nutzung von Sanitärräumen, damit verbunden natürlich auch strengere Hygieneregelungen. Und das bedeutete in der Praxis häufig eine Rückkehr zur festen Gruppenstruktur. Ich zeige Ihnen dazu jetzt auch noch mal eine Folie, wo Sie sehen können, dass über die Hälfte der Einrichtungen, die entweder offen gearbeitet haben, das ist die mittlere Spalte, oder von Einrichtungen, die offen gearbeitet haben, das ist die untere Zeile, die Spalte, zurückgekehrt sind zu einer festen oder zu teilweise offener Arbeit, also zu einem stärker strukturierten Betrieb. Eingeschränkte Räumlichkeiten, die man nutzen kann, eine Anpassung der Pädagogik, es war eine Einschränkung hinsichtlich des Bewegungsradius der Kinder zu verzeichnen, der Materialien, die Außenbereiche konnten nur noch temporär genutzt werden. Manchmal war das nicht möglich, dass Gruppen gleichzeitig rausgingen und so weiter. Also wir haben es auch mit starken Einschnitten in der Pädagogik zu tun. Und da möchte ich jetzt nochmal auf dieses systemische Qualitätsverständnis zurückkommen. Ich möchte mir mit Ihnen ansehen, welche Qualitätsdimensionen waren denn von den Corona-bedingten Veränderungen betroffen oder sind es noch? Die erzwungenen Veränderungen und Erfahrungen, die mit solchen Krisen einhergehen, werden ja aber immer auch Chancen. Bisher Übliches können wir auf den Prüfstand stellen. Bisher als selbstverständlich wahrgenommenes könnte wieder stärker wertgeschätzt werden. Ich finde, dass wie unter einem Brennglas Themen hervortreten, die eigentlich im Team dringend bearbeitet werden müssten, es bisher aber nicht an die Oberfläche geschafft haben. Wir haben also eine große Chance auch. Und ich lade Sie deshalb ein, in dem letzten Teil meines Vortrags, die sich aus der besonderen Situation ergebenden Veränderungen als Reflexionsanlässe zu nutzen und werde dazu einige Fragen aufwerfen, die es aus meiner Sicht lohnen, sich mit Ihnen auseinanderzusetzen. Das ist jetzt nochmal das Gesamtmodell. Ich gehe aber gleich über zu meinem ersten Punkt. In der Notbetreuung und im eingeschränkten Regelbetrieb wurde die oft günstige Fachkraft-Kind-Relation, die ich eben dargestellt habe, von den pädagogischen Fachkräften sehr positiv wahrgenommen. Ihnen wurde sehr deutlich, wie die gesetzlichen Personalschlüssel die intensive Zuwendung zum einzelnen Kind limitieren und die Wahrnehmung von bildungsförderlichen Interaktionsgelegenheiten auch oft verhindern. Das wurde vielen wahrscheinlich schmerzlich bewusst. Meine Fragen dazu wären, wie können denn auch im Regelbetrieb einzelne Kinder wieder mehr gesehen und eine Gesprächs- und Dialogkultur gepflegt werden? Zu welchen Gelegenheiten und in welchen Situationen können wir, also als Team, kann ein Team bewusst Momente intensiver Interaktion ermöglichen? Wie kann es gelingen, Zeiten für mittelbare pädagogische Arbeitsaufgaben verbindlich in den Dienstplan aufzunehmen? Also ein Hinsehen, eine Einladung dazu hinzusehen, was haben wir an positiven Dingen machen können aufgrund dieser besonderen Umstände. Diese besonderen Umstände werden sich wieder verändern, aber wie können wir dieses als einen Anlass nutzen, zu überlegen, können wir auch Bestimmtes davon in die Zukunft übertragen und können es auch im Regelbetrieb in der einen oder anderen Form verankern. Ein weiterer Aspekt der Strukturqualität ist ja die Personalqualifikation oder das Qualifikationsgefüge im Team. Unter der Pandemie wurde, bedingt durch den Ausfall von Personal mit Risikomerkmalen, der massive Fachkräftemangel ja auch noch einmal verstärkt. Was passierte? In Reaktion hierauf wurden Qualifikationsstandards in mehreren Bundesländern erneut abgesenkt. In Niedersachsen können Einrichtungsträger zum Beispiel im Einzelfall von den Personalvorgaben abweichen, wenn sie es unter Ausschöpfung aller Kräfte nicht schaffen, Personal zu finden. Dann können sie andere geeignete Personen mit der Wahrnehmung von Aufsichtspflichten betrauen. Letztendlich gelten Personen als geeignet, wenn sie nicht rechtskräftig zu einer Straftat verurteilt worden sind. Also es gilt das erweiterte Führungszeugnis.
Das können Bundesfreiwilligendienstleistende sein, Personen im FSJ, das können aber auch Eltern sein oder der Kita bekannte Personen. In Berlin sind das die gleichen Regelungen, sehr ähnlich. Hier werden auch Studierende und Praktikantinnen noch genannt. Allerdings verzichtet Berlin sogar auf das Führungszeugnis und ersetzt es durch eine Eigenerklärung. Und in Nordrhein-Westfalen kann Personal mit anderen Qualifizierungen, das befristet zum Ausgleich jetzt eingesetzt wurde, aufgrund des Corona-bedingten zusätzlichen Fachkräftemangels, auch dauerhaft weiter beschäftigt werden. Es kann auf Fachkraftstunden oder auf Ergänzungskraftstunden angerechnet werden, wenn es eine berufsbegleitende Weiterbildung beginnt. Da klingeln bei mir natürlich alle Alarmglocken, weil ich hoffe, dass das kein Eingangstor oder ich denke, das darf kein Eingangstor oder Einfallstor sein für eine weitere Absenkung der Standards. Im Team stellen sich aber Fragen wie gut kommen die Teams denn mit diesen veränderten Teamstrukturen zurecht? Welche Erfahrungen haben Teams denn im Einzelfall gemacht in ihrer Einrichtung? Und was brauchen sie und sollten es auch beim Träger einfordern, damit eine hohe Prozessqualität weiterhin abgesichert werden kann? Und man könnte weiterdenken, wie könnten zukünftige Regelungen aussehen, die die Absicherung von bisherigen Personalstandards mit der Möglichkeit verbinden, geeignetes, nicht pädagogisches Personal ergänzend flexibel einzusetzen. Auch hier eine Möglichkeit zur Reflexion. Ein dritter Punkt, die veränderten Gruppenstrukturen. Wir haben es gerade gehört, in mehr als der Hälfte der teiloffen oder offen arbeitenden Teams führten Hygiene- und Schutzvorschriften zur Rückkehr zur geschlossenen Gruppenarbeit. Das hat Auswirkungen und die können wir als Reflexionsanlass nutzen und zum Beispiel fragen, was gab es denn jetzt wirklich für Veränderungen für Kinder, für Fachkräfte, für Eltern? Wie bewerten Sie die Veränderungen? Wie bewerten Sie die Veränderungen im Hinblick auf die Beziehungsqualität, im Hinblick auf die Bildungsanregungen für die Kinder, auf die Peer-Interaktionen? Was macht das mit der Zusammenarbeit im Team und mit Ihren Arbeitsbedingungen? Und können wir hieraus etwas für die Zeit nach Corona lernen? Und das Gleiche gilt ja auch für die verbindlichen Alltagsregeln, die mit den Hygiene- und Schutzvorschriften Eingang gefunden haben in den pädagogischen Alltag. Auch hier wäre die Frage wichtig zu diskutieren, was genau bedeutet das bei uns? Wie macht sich das bemerkbar? Welche Veränderungen sind damit verbunden? Wie wirkt sich das auf die kindlichen Handlungs- und Entscheidungsspielräume aus und beobachten wir eventuell eine Rückkehr zu autoritären Handlungsmustern? Es sind mehr Regeln einzuhalten, sie sind verbindlich einzuhalten. Wie gehen wir damit um? Was beobachten wir? Wie können wir das thematisieren? Wie können wir das nutzen zur weiteren Professionalisierung? Dann möchte ich gerne nochmal auf die Situation mit den Familien kommen. Denn in der Zusammenarbeit mit Familien mussten, wie ich beschrieben habe, ja auch neue Wege gegangen werden. Und es wurden viele kreative Möglichkeiten erprobt, um den Kontakt zu halten und um Eltern mit Informationen und pädagogischen Ideen zu versorgen. Manchmal riss die Verbindung aber auch völlig ab. Sie sind mit sehr unterschiedlichen veränderten Bringe- und Abholsituationen umgegangen. Die wurden neu strukturiert, die wurden teilweise deutlich verkürzt. Also auch in der Zusammenarbeit mit Eltern große Veränderungen. Welche Maßnahmen empfinden Sie denn als gut durchführbar, als sinnvoll oder auch als entlastend? Und warum ist das so? Welche Auswirkungen haben die Maßnahmen auf die Kommunikation und auf die Beziehungsqualität zu den Eltern? Welche wichtigen Erkenntnisse können wir denn aus diesen Erfahrungen ziehen in Bezug auf den Kontakt und die Zusammenarbeit mit Familien? Was ist uns begegnet und was machen wir daraus? Ein weiterer Punkt ist die Gesundheit und Arbeitsfähigkeit der Fachkräfte, denn Krisen sind emotional herausfordernd und bergen die Gefahr für Überforderung, aber sie können auch Chancen für persönliches Wachstum beinhalten.
Ich denke, dass pädagogische Fachkräfte die Corona-Zeit aufgrund der persönlichen Risikolage und ihrer individuellen Disposition als sehr unterschiedlich belastend erlebt haben. Psychische und körperliche Belastungen wirken sich aber auf das Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit aus und diese wiederum auf die Qualität der pädagogischen Arbeit. Sie können hierzu auch wieder viele Fragen im Team bearbeiten. Zum Beispiel, wie wollen wir überhaupt diese gesteigerte Sensibilität für körperliche und psychische Gesundheit pädagogischer Fachkräfte produktiv nutzen? Schauen Sie auf die Strukturen. Welche Strukturen ermöglichen den regelmäßigen Austausch über arbeitsbedingte Belastung und Ressourcen? Machen wir das überhaupt? Haben wir dafür Zeit und Raum? Oder müssen wir solche Strukturen herstellen? Wie können wir uns im Team noch besser unterstützen? Können wir im Team Räume dafür schaffen oder uns auch ganz konkret unterstützen bei Inbelastungssituationen oder Überforderungssituationen? Und könnte das Konzept der guten, gesunden Kita, was ja Bildung und Gesundheit von Kindern und Beschäftigten adressiert, für uns weiterführend sein? Ein Konzept, was eine gute Qualität nicht nur verortet, mit dem Fokus auf die Kinder, sondern eben auch mit dem Fokus auf alle Akteure im System, also auch die Beschäftigten. Und zum Abschluss der Reflexionen möchte ich noch einmal auf Kontextfaktoren verweisen, also die Meso- und Makrosystemebene. Auch da gab es ja Erfahrungen, Vorgaben von Seiten der Länder, unter anderem zum Umgang mit Kindern, zum Umgang mit Krankheitssymptomen, waren teilweise intransparent, sie waren teilweise widersprüchlich oder auch sehr praxisfern oder wurden sehr kurzfristig bekannt gegeben. Die Unterstützung durch die Kita-Träger war sehr unterschiedlich und auch diese Erfahrungen können Anlass für Reflexion und Impulse für Weiterentwicklung sein, indem sie sich fragen, wie sie die Steuerung und den Informationsfluss von Seiten ihres Trägers in der Krise bewerten. Hätten Sie da klarere Vorgaben gebraucht oder hätten Sie im Gegensatz mehr Gestaltungsspielraum gebraucht? Gab es konkrete Maßnahmen, die Sie als unterstützend wahrgenommen haben, wo Sie auch Feedback geben können? Und was kann der Träger noch tun oder anders tun, um die Qualität der pädagogischen Arbeit Ihres Teams und die Zusammenarbeit mit den Familien zu stärken? Sie sehen schon, auch das sind Fragen, die wir als Reflexionsfragen oder Anlässe meiner Meinung nach auch aus dieser Krise herausholen können. Wir haben nämlich nicht wirklich Wissen darüber, was diese Krise mit uns allen gemacht hat. Ich möchte damit zum Schluss kommen. Wolfgang Tietze hat vor über 20 Jahren im Buch »Wie gut sind unsere Kindergärten?« diesen Satz formuliert. Die in den Kindergartengruppen vorfindbare Prozessqualität ist nicht nur eine Funktion vorgegebener Rahmenbedingungen, sondern zu einem erheblichen Anteil auch ein unter gegebenen Rahmenbedingungen gestaltbarer Prozess. Ich finde, dieser Satz hat auch bis heute nichts von seinem Gehalt eingebüßt. In der Pandemie haben wir zu spüren bekommen, wie schnell sich Rahmenbedingungen verändern können. Lösungen dafür zu finden, wie auch unter diesen veränderten Bedingungen gute pädagogische Arbeit geleistet werden kann, das ist eine Herausforderung, ist eine große Herausforderung. Aber es sollte nicht unser primäres Ziel sein, nach dem Abflauen der Pandemie, wenn das Virus besiegt ist oder jedenfalls gut in Schach gehalten werden kann, einfach wieder zum alten Status quo zurückzukehren. Wir sollten vielmehr die Erfahrungen und Erkenntnisse, die jetzt, wenn auch teilweise unfreiwillig gewonnen worden sind, ganz bewusst nutzen, um die Zukunft von Kitas als guten und gesunden Lebenswelten für alle Akteure proaktiv zu gestalten. Damit bin ich am Ende des Vortrags und danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, herzlichen Dank, Frau Professor Fehr-Nickel. Ich danke Ihnen auch sehr für Ihren spannenden Vortrag. Es ist ja wirklich sehr deutlich geworden, wie komplex die Einflussfaktoren für pädagogische Qualität in Kitas sind. Sie haben dargestellt, dass die von der Orientierung der einzelnen Fachkraft über die des Teams und der gesamten Einrichtung reicht und von den strukturellen Gegebenheiten flankiert werden. Und auch ist deutlich geworden, dass das unter Corona-Bedingungen
Bedingungen natürlich noch mal viel, viel schwieriger ist, als es ohnehin schon der Fall ist. Und daran anschließend würde ich gerne direkt eine Frage aus dem Chat aufnehmen. Und zwar die Frage, was macht das mit den Kindern, Frau Viernickel? Haben Sie dazu auch Befunde oder können Sie was dazu sagen? Was macht das mit den Kindern, dass diese Bedingungen dann so schwierig sind? Also ich habe ja selber gar nicht geforscht in dieser Zeit. Und habe daher aus erster Hand auch keine Informationen. Ich weiß, dass es aktuell Forschungsprojekte gibt, kleinere meistens, die mussten ja schnell angegangen werden, aufgesetzt werden. Da waren keine langen Antragszeiten möglich. Das heißt, die Leute haben ganz oft so aus ihren eigenen Bordmitteln versucht, was zu machen. Und es gibt auch Bemühungen, die Perspektive der Kinder zu erfassen. Aber dazu kann ich noch gar nichts sagen. Was wir natürlich wissen, ist über die Eltern, wie fühlen sich die Kinder. Und in der DJI-Studie und auch in der Studie von der Yvonne Anders aus Bamberg haben ja viele Eltern angegeben, dass ihre Kinder sich einsam fühlen in der Zeit des Lockdowns und der eingeschränkten Notbetreuung, wo ja auch sehr viele Eltern vernünftigerweise, muss man sagen, auch tollerweise, ihre Kinder zu Hause gelassen haben, auch als sie eigentlich schon wieder einen Anspruch gehabt hätten, wo sie aber gesagt haben, wir wollen das Ganze erstmal entlasten, wir wissen selber noch nicht, wo es lang geht, wir lassen die Kinder bei uns erstmal. Und sie haben aber trotzdem bemerkt, dass die Kinder ihre Freunde vermisst haben, dass die Kinder natürlich auch mit den Ängsten konfrontiert waren, wie sie entweder aus den Medien, aber auch über das, was die Eltern vermittelt haben, mitbekommen haben, die Situation, eine Situation großer Verunsicherung, wo auch die Erwachsenen nicht die sind, die immer, naja, eine Ruhe reinbringen konnten oder eine Souveränität. Also da wissen wir schon einiges darüber und ich denke, dass es in ein paar Monaten nochmal viel, viel deutlichere Informationen darüber geben wird. Was wir ja auch wissen, ist, dass der Zugang zu frühen Hilfen oder der Zugang zu sozialpädagogischer Unterstützung zum Teil völlig abgeschnitten war und dass gerade die Familien, die sowieso über geringe Ressourcen verfügen, dann eben auch diese Hilfen nicht mehr hatten und große Befürchtungen da sind, dass es auch innerhalb der Familien zu einem wirklich großen Stress kam und zum Teil das auch resultierte in kindeswohlgefährdenden Situationen. Das befürchten alle und das können, glaube ich, diejenigen, die da ganz nah dran sind, auch schon verifizieren. Aber wir haben dazu auch noch nicht wirklich gute belastbare Informationen. Ich denke, die werden wir in ein paar Monaten haben und die werden mit Sicherheit in diese Richtung auch weisen. Ja, danke schön. Ich habe tatsächlich daran anschließend noch direkt einen Kommentar weiterzugeben aus dem Chat, wo gesagt wird, dass in der Corona-Krise, in der Corona-Zeit nur noch von der Betreuung der Kinder die Rede war und eben nicht mehr von dem Bildungsbereich. Das passt ja dann auch noch mal ganz gut zu dem, was Sie dargestellt haben, richtig? Ja, ja, das stimmt, glaube ich. Das ist aber auch in der Krise nicht anders zu erwarten. Wenn mein Haus abbrennt, dann beschäftige ich mich auch nicht mit der Auswahl meiner Wandfarbe, sondern sehe zu, dass ich rette, was zu retten ist. Und das haben die Kitas auch machen müssen und gemacht. Und für mich ist es selbst eigentlich total logisch, dass wir dann wirklich erstmal nur über Betreuung reden. Das finde ich auch nicht schlimm. Ich fände es nur schlimm und deshalb auch diese Reflexionsfragen, wenn wir nicht überlegen, was hat das mit uns gemacht und was wollen wir dann, wenn wieder alles anders wird, was wollen wir dann wieder aufleben lassen oder was wollen wir auch verändern? Und das muss natürlich aus meiner Sicht schon sein, dann zu sagen, wir sind keine Betreuungseinrichtung, wir sind eine Bildungsinstitution. Wir können das vielleicht unter Krisenbedingungen nicht aufrechterhalten, aber sobald es wieder geht, müssen wir dahin zurück. Das ist für mich die Lehre daraus. Dass es so war, finde ich eigentlich logisch. Okay, danke. Das schließt ein bisschen an die Frage einer Teilnehmerin auch an, die sagt, Reflexion ist ja gut und wichtig und wir haben in der aktuellen Situation überhaupt Handlungsmöglichkeiten oder sind wir in Ihrem Bild sogar gesprochen, sind wir nur die Feuerwehr? Das ist ja, wo Sie gerade vom brennenden Haus gesprochen haben, genau das, was Sie gerade wiedergegeben haben. Haben Sie eine Idee, wie das von der Qualität sich denn auswirkt? Also ab wann ist man denn noch Feuerwehr zur Betreuung oder Feuerwehr zur Bildung? Haben Sie da eine Idee? Ja, schwierig.
Also erstens glaube ich, dass die Situationen vor Ort unglaublich unterschiedlich sind. Also ich bin sicher, dass es wirklich in jeder einzelnen Einrichtung dann nochmal trägerabhängig, wie viel Unterstützung gibt es denn da, dann nochmal Eltern, zielgruppenabhängig, wie stark können auch Eltern in der Krise dann nochmal mit an einem Strang ziehen oder inwieweit sind die völlig abgetaucht oder selber mit sich beschäftigt, dass es da sehr unterschiedliche Vor-Ort-Situationen gibt. Ich denke, bis wir wirklich wieder zu einer Normalität kommen und auch was Normalität heißt aktuell, ist ja nicht das, was wir uns alle wünschen. Also auch die Personalsituation vor Corona war ja weit entfernt von zufriedenstellend in vielen Ländern zumindest und in vielen bei vielen Trägern. Ich glaube, es wird noch eine Weile dauern und wir müssen uns darauf einstellen. Aber wie ich gesagt habe, bin ich auch der Meinung, dass es wichtig ist, auch in den Situationen jeweils Potenziale zu entdecken. Und diese Erfahrung, die ich wirklich selber auch persönlich gespiegelt bekommen habe von Fachkräften, mit denen ich gesprochen habe, wie entlastend und schön sie das fanden, mit wenigen Kindern wirklich mal intensiv sprechen zu können, Dialoge, Gespräche zu führen, sich auf die Kinder einlassen zu können, das war ja auch etwas, was dem Ganzen, also trotz dieser angespannten Situation eine Chance war. Und da würde ich eben fragen, können wir diese Art von Situation irgendwie rüber retten in die Zeit, wenn dann wieder der normale Personalschlüssel greift? Ja. Also die Idee, aus der Krise gemachte Erfahrungen, das Positive zumindest rüber zu retten und sich von dem Negativen so schnell wie möglich zu verabschieden. Ja, ja. Nein, auch das nicht unbedingt, aber handlungsfähig bleiben. Ja. Es ist für die psychische Gesundheit von jedem Einzelnen, aber ich bin sicher auch für das System, unheimlich wichtig, dass Leute handlungsfähig bleiben. Dass sie sich nicht lähmen lassen, sondern sagen, was können wir, an welchen Stellen können wir agieren? Also ich lese jetzt hier den Chat so ein bisschen mit, das fällt mir hier ein bisschen schwer, weil ich mich konzentrieren muss. Aber eine Frage in dem Chat ist, wie kann man die Qualität der Partizipation trotz Hygienevorschriften steigern? Das finde ich ist eine total wertvolle Frage und wichtige. Ich habe da keine Antwort drauf. Dafür kenne ich ja gar nicht die Situation vor Ort. Aber alleine, wenn ein Team sich diese Frage stellt und wenn ein Team sagt, nein, wir wollen nicht zurück zu autoritären Strukturen. Ja, wir müssen jetzt damit alle gemeinsam umgehen und wie können wir das schaffen? Welche Wege sehen wir hier vor Ort? Was ist dafür nötig? Was bedeutet eigentlich Partizipation, wenn man es runterbricht? Und jeder kleine Schritt, den man in die Richtung dann tut, der wird der Qualität, der pädagogischen Qualität zugutekommen. Ja. Ich denke, gerade wenn Sie das sagen, dass das natürlich als Team in diesen Prozess geht, dass man das reflektiert, habe ich für das Gefühl, das habe ich auch im Chat viel gelesen, dass die Leitung eine ganz andere Rolle bekommt. Also dieser Organisations- und Managementqualität, der Aspekt, ist das nur mein Gefühl oder täuscht mich das, dass der in dieser Corona-Krise einfach einen ganz wahnsinnigen Stellenwert bekommen hat? Ja, und ich glaube auch die Qualität des Trägers. Ist nochmal überdeutlich geworden. Ich habe ja vorhin so formuliert, wie unter einem Brennglas werden da dann auch Mängel deutlich in der Kommunikation, in dem, was ein Träger auch an Flexibilität ermöglicht oder spontan zur Verfügung stellen kann oder auch nicht. Ja, und bei der Leitung ist das, denke ich, sehr ähnlich, dass da und diese Fähigkeit unter diesen Ungewissheitsbedingungen auch zu agieren und agieren zu müssen. Und wer das macht, der macht auch vielleicht mal Fehler oder entscheidet Dinge, die sich im Nachhinein anders als besser erwiesen hätten oder so. Aber überhaupt diese Form, also da so über diesen Tag hinaus zu denken und da Entscheidungen zu treffen und immer in der Kommunikation zu bleiben, ich kann das mir sehr, sehr gut vorstellen, wie aufwendig das ist und dass da nochmal wirklich diese Management-Kompetenzen ganz stark gefragt sind. Ich kann nur aus meiner eigenen Situation berichten. Ich bin ja nicht vor Ort. Ich bin Wissenschaftlerin. Ich war 10 Wochen im Homeoffice
Mein Kommunikationsaufwand hat sich bestimmt um 30-40% erhöht. Und der war schon vorher nicht gering. Dazu passt vielleicht auch noch die Rolle der Fachberatung, die in unterschiedlichen Chatbeiträgen angesprochen wurde. Zum einen ist es ja die Rolle der Leitung und eben auch den Möglichkeiten und den Netzwerken, wo sie sich Unterstützung holen kann. Haben Sie dazu aus Ihren Forschungen oder Hintergründen Anmerkungen? Ich denke, das ist ja ein entscheidender Aspekt der Strukturqualität dann tatsächlich auch, was da für Netzwerke sind, auf die die Leitung zurückgreifen können. Nichts, was ich aus der Corona-Zeit sagen könnte. Ich, wie gesagt, das sind Dinge, die sind bisher entweder nicht beforscht oder jedenfalls nicht so, dass es mir zur Kenntnis gekommen ist. Aber ich würde das einfach übertragen, weil wir ja schon aus den bisherigen Diskussionen immer wieder gemerkt haben, dass wir Fachberatung besser aufstellen müssen und dass diese Ressource, die Fachberatung für das System bedeutet, dass die irgendwie strukturell noch ganz anders abgesichert sein muss. Ja, und die auch die damit verbundene Stärkung der Professionalität und des Professionsverständnisses von Fachberatung, wie es eben über die Zusammenschlüsse, die AG Fachberatung in der Bundesarbeitsgemeinschaft Bildung und Erziehung in der Kindheit zum Beispiel möglich ist oder möglich geworden ist, dass diese Strukturen sich eben auch weiter professionalisieren müssen. Und das kommt von innen heraus natürlich, aber das reicht nicht aus. Das muss dann irgendwann auch mal im System verankert werden. Und dazu gehören dann natürlich auch solche Dinge wie wiederum Qualifizierungsüberlegungen oder Qualifizierungsnotwendigkeiten oder Voraussetzungen. Dass das jetzt in der Corona-Zeit auch nochmal eine wahnsinnig wichtige Rolle für die Teams spielt, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber aus der wenigen Forschung, die wir da bisher haben, kann ich dazu nichts sagen. Okay, danke. Es gibt noch eine Frage, die ein bisschen auf eine andere Richtung abzielt. Und zwar, ich lese es mal einfach vor, im Schulbereich ist von einer sich verstärkenden Bildungsschere die Rede. Wie schaut das im Elementarbereich aus? Hat sich die soziale Bildungsungleichheit verstärkt? Sie nicken schon. Ja. Also das können wir naturgemäß noch gar nicht richtig sagen, weil wir nämlich dazu auch noch keine Daten haben. Wir können aber unseren Menschenverstand einschalten und uns überlegen, dass Kinder, ich sehe es besonders deutlich in der Schule, aber in der Kita ist es eigentlich vergleichbar, dass die Kinder, die zu Hause weniger Ressourcen haben, weniger Anregung bekommen, Eltern haben, die sie nicht gut unterstützen können, wo es an finanziellen Mitteln fehlt, wo dann vielleicht auch diese technische Infrastruktur fehlt, wo ein strukturierter Tagesablauf nicht immer gegeben ist, dass diese Kinder, wenn sie zurückgeworfen werden auf dieses Setting für sehr lange Zeit und mit den Stresssituationen, die ich ja auch beschrieben habe, dass die dann nochmal in ihrer Entwicklung und in ihrem ganzen Wohlbefinden und in ihrer Lebenssituation stärkeren Stress erleben und stärker leiden als Kinder, wo mehr Ressourcen in den Familien zur Verfügung sind, das ist für mich ohne jede Frage. Also da muss ich keine Studie haben, um sagen zu können, das wirkt sich einfach nochmal massiver auf diejenigen aus, die sowieso schon wenige Ressourcen haben. Auch das Thema Sprache, Sprachentwicklung, das sind ja die Kitas die Stelle, wo die Kinder dann eben auch mit der Bildungssprache in Kontakt kommen, wo sie regelmäßig Deutsch sprechen, wo sie mit ihren Peers auch Deutsch sprechen können und wo sie diese vielen Bildungsanregungen in der Regel bekommen, auch untereinander, unter den Peers. Wenn das alles wegfällt, dann können das Familien, denen es gut geht, sage ich mal jetzt ganz pauschal, gut kompensieren, wenn auch nicht vollständig, aber Familien, wo das schwieriger ist, die kompensieren es eben nicht und damit geht die Schere auf. Da würde ich mich jetzt mal so weit aus dem Fenster lehnen, obwohl wir die Studien noch nicht haben können. Die Zeit ist noch nicht weit genug fortgeschritten. Ne? So, aber das ist eine der großen
Verluste, gesellschaftlich auch, die wir durch die Corona-Krise erleiden. Und wo man eigentlich wirklich Energie drauf verwenden müsste, nachzudenken und Geld zur Verfügung zu stellen, zu sagen, kann man das irgendwie wieder ausgleichen? Was lernen wir? Was haben wir falsch gemacht? Hätten da nicht doch diese sozialpädagogischen Angebote sein müssen? Hätten nicht Kinder, die aus Bildungsfernen, ich sage jetzt mal dieses Wort, obwohl ich das nicht gut leiden kann, Familien kommen, auch in der Notbetreuung als ersten Platz kriegen müssen und so weiter. Inga, du wolltest gerade noch was sagen? Genau, Inga hat schon genau das noch angesprochen, was noch auch noch im Chat nämlich gefragt oder auch kundgetan wurde, dass genau dieser Spagat einfach auch in der Kita wirklich sichtbar ist, dass eigentlich gar nicht absehbar ist, wann überhaupt irgendwie eine Veränderung wirklich sichtbar wird oder wann es wirklich absehbar ist, welche Folgen das Ganze hat mit dem Lockdown, dass das nicht wirklich sehr sichtbar ist. Ich hätte hier auch noch einen Beitrag aus dem Chat, der nochmal direkt auf Ihr Kernthema Prozessqualität abzielt. Und zwar wird da beschrieben, dass die Hygieneregeln zum Beispiel dazu führen, dass pädagogische Situationen, so wie das Essen in der Kinderkrippe, nicht mehr so gestaltet werden können, wie das eigentlich wünschenswert wäre. Also so, dass die Kinder sich selbst auftun können und so weiter, dass da massive Einschränkungen aufgrund dieser Hygieneregeln stattfinden. Ja. Ja, es ja, ist einfach so. Das ist so und das ist auch schlimm, finde ich. Ja. Und ich weiß immer selber nicht, also ich muss jetzt zwangsläufig auch ein bisschen persönlich werden, weil wir da keine wirklichen Richtlinien, Erkenntnisse haben, weil es auch darauf ankommt, letztendlich ist das richtig, so sind die Hygieneregeln, aber die Hygieneregeln sind ja auch von Menschen gemacht und die sind auch immer eine Abwägungssache. Und an bestimmten Punkten muss man dann vielleicht auch sagen, bis hierher und nicht weiter, dieses Risiko kann man tragen. Oder wenn es halt in einer Situation ist, wo man sagt, das möchte ich aber nicht, weil ich Konsequenzen zu befürchten habe, dann kann man nicht mehr viel anderes als das zur Kenntnis nehmen, mit den Kindern sprechen, das aushandeln, schauen, an welchen Punkten können sie dann trotzdem partizipieren und so weiter. Also meine Haltung zur Partizipation muss ich nicht daher nur deshalb verändern, weil die Kinder sich jetzt nicht mehr etwas aufnehmen können. Ja, die pädagogische Haltung, die ich Kindern entgegenbringe, die kann ich auch in Krisenzeiten beibehalten, aber ich habe genau diese Spannungsfelder auszuhalten. Ja, das ist einfach noch nicht, oder nicht einfach, sondern es ist eine zusätzliche Herausforderung, denen die Fachkräfte einfach noch begegnen müssen, ne? Wie so viele. Genau, das schließt ein bisschen daran an, dass auch Fachkräfte betont haben, dass wir nach wie vor, die Fachkräfte waren schon immer kreativ und man soll sich ein bisschen vielleicht auch darauf besinnen, wie kreativ und welche Möglichkeiten Teams finden können, um Partizipation auch weiterhin teilhaben lassen zu können mit den Kindern, mit den Kollegen und dass man einfach ein bisschen, ich zitiere, weil das ja schön ist, hier und jetzt wird gebraucht, dass wir jonglieren und Lösungen finden und ein bisschen auf das beruhen, was man kann. Ja, genau, das ist genau der Punkt, dass habe ich auch in der Vorbereitung dieses Vortrags gemerkt. Ich kann keine Lösungen liefern. Das geht nicht. Ich bin nicht vor Ort. Ich bin da. Die Situation verlangt viel, viel mehr individuelle Kreativität, Übernahme von Verantwortung, wie es hier ja auch steht, gemeinsam mit den Kindern nach Lösungen suchen, Dinge ausprobieren, wieder zurücknehmen, einfach ein gutes Miteinander versuchen, miteinander gut durch diese Krise kommen. Das halte ich auch für ganz wesentlich. Und das unterstützt noch ein bisschen auch eine Teilnehmerin, weil sie ganz am Anfang schon im Chat geschrieben hat, dass es oft auch um die Haltung geht. Zum Beispiel offene Arbeit ist eine Haltung und nicht an einen Raum gebunden. Das passt ja auch ein bisschen zu ihrem Schema, was sie vorhin dargestellt hat. Natürlich geht es auch um die Raumqualität, aber es ist ja letztlich auch was Verinnerlichtes, was wie man es lebt. Und dass es einfach viel mit Kreativ und Kreativität zusammenhängt. Genau. Ja, also es gibt, denke ich, nicht die Lösung für die Situation. Man kann sich die einzelnen Sachen angucken. Und da finde ich wieder Studien schon ganz sinnvoll, weil sie über den Einzelfall hinausweisen und uns vielleicht Trends aufzeigen.
Und an diesen Trends kann man dann auch wieder, jedenfalls wäre das jetzt ja noch mit meiner Aufgabe, und zu gucken, was lernen wir jetzt daraus und wofür müssen wir jetzt vielleicht auch kämpfen oder was kann verändert werden, was kann man dann für Hinweise geben. Aber vor Ort müssen die Dinge gelöst werden. Und dazu, einer hat jetzt geschrieben, man kann nicht auf Studien warten. Und das finde ich auch. Natürlich kann man das nicht. Ja. Und daher war ja dann auch meine Lösung für den heutigen Vortrag, dass ich jetzt nicht irgendwelche praktischen Tipps gebe. Ich glaube, das können auch die Zuhörerinnen untereinander wirklich besser, sondern eher sage, vor welchen Reflexionsfragen stehen wir eigentlich, wenn wir die Situation so betrachten, wie sie bei uns ist. Ja, genau. Ich finde, das war schon eine super Überleitung zum Abschluss. Also wenn man den Chat verfolgt, dann sieht man ja, dass eine Menge kompetente Fachkräfte da sitzen mit Ideen und man kann auch da noch sich weiter austauschen. Und das wäre tatsächlich jetzt an der Stelle auch noch mein Abschluss oder der Gesamtabschluss zu sagen, Frau Viernickel, vielen Dank. Sie haben auch viele, viele Fragen gestellt, viele Fragen beantwortet. Und im Chat sind noch weitere Fragen aufgeworfen worden, die auch im Forum gerne noch weiter diskutiert werden können. Und auch da können Sie noch Antworten, Fragen und Lösungsmöglichkeiten austauschen. Und ich lade Sie alle ganz herzlich ein, sich daran zu beteiligen, an der Diskussion, auch später noch im Forum. Genau. Dem schließe ich mich einfach nur an. Es ist eine wahnsinnig interessante Diskussion jetzt entbrannt. Oder man sieht einfach, wie viele Hinweise, wie viele kreative Lösungen Sie gefunden haben, welche Denkanstöße Sie geben. Und dass es ganz wichtig ist, sich einfach wirklich damit auseinanderzusetzen. Und dadurch, dass Sie heute hier sind, sieht man ja, wie interessiert Sie an dem Thema sind und sich auch weiter reflektieren möchten. Ja, genau. Herzlichen Dank.